Hallo Freunde, willkommen wieder mal zu einem kleinen Messer-Review. Wie schon beim vorherigen Video erklärt, ist das vom sogenannten Polenmarkt in Guben. Man sieht wieder alles ranzig aus hier. Und Teil 1 Video wurde sozusagen für sehr gut befunden in meinen Augen. Jetzt schauen wir uns einfach mal Messer Nummer 2 an. War auch kurz entschlossener Kauf. Und für einen schmalen Taler, der Händler wollte, glaube ich, umgerechnet 15 Euro haben. Letzten Endes habe ich irgendwas bezahlt bei 10 Euro oder so umgerechnet. Naja, jedenfalls habe ich es für nicht zu teuer empfunden. So, schauen wir es uns mal ein bisschen näher an. So. So, die Katze wollte unbedingt hinein. Das ist das gute Stück. Das ist so ein Vollstahlmesser ohne Holz diesmal. Zeigen wir es mal ein bisschen näher an die Kamera. Licht ist äußerst bescheiden. So müsste es lesbar sein. Firma Columbia. Also, das hat ja bestimmt nichts zu tun mit CRKT. Das heißt ja auch hier irgendwie Columbia River Tools and Knife. CRKT, Knives and Tools, irgendwie so. Sondern das ist, naja, ob sie überhaupt aus Columbia kommt. Firma SR, das könnte die Firma sein. Und hier vorne steht drauf, oh, also meine Augen, Leute, das ist hier so eingelasert, US Arms, also USA. Patented Claim Number. Oh, ich habe jetzt ölige Finger, weil ich dieses andere Messer vorher ein bisschen poliert habe. Weiter steht hier nichts drauf. Gut, okay. Kommt in so einer lustigen. Na, das scheint die Firma zu sein. SR. Müsste ich googeln. Naja, diese Hülle sieht auch nicht anders aus wie die Hüllen, die man sich bei Norma bei den Messern kauft. Obwohl hier ist es ein bisschen fester, könnte noch eine Lage mehr drin sein. So. Man kann dieses Messer hier hinten öffnen. Mal gucken, ob ich es jetzt. Hier. Genau. Zack. Hier öffnet man das Messer. Zack. Man schwenkt die Klinge einmal herum. Klinge nach vorne. Klinge geschlossen. Also Verletzungsrisiko minimiert. Obwohl, naja, nicht so ganz durchdesignt. Das müsste ja eigentlich noch ein bisschen verriegeln. Und jedenfalls kann man dann hier oben diese Schraubenschlüssel benutzen. Ich habe erst den Verdacht gehabt, das könnte jetzt hier so nicht metrische Maße sein, aber es steht ja wirklich dran in Millimeter. Also denke ich mir mal für Europa brauchbar. Man hat lustige Ringschlüssel von 8 bis 14 mm und hier oben den obligatorischen Kapselheber. Und eine Lanyard-Öse ist auch noch vorhanden, wo ich immer ziemlich praktisch finde, wenn man in der Wildnis wirklich unterwegs ist. Ja. Also kann ich jetzt überhaupt nicht meckern. Ich mag ja so Messer mit einem Gimmick, ne? Das ist bei mir schon bekannt. Und so drum. Aha. Also in der Position hält die Verriegelung wirklich besser. Ja. Mich hätte gefreut, wenn man beim Konstruieren es auch so vollzogen hätte, dass jetzt die Verriegelung einrastet. Wenn man damit wirklich schraubt, sollte der Klingenschutz nicht leicht lösbar sein. Aber das ist wieder mal Maulen auf hohem Niveau. Das hätte sich doch bestimmt irgendwie realisieren lassen. Naja, egal. Ich finde das gut, für gut befunden. Es ist gebrauchsfähig. Ob man immer und überall Ringschlüssel braucht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss man dann seine Zeltstange festschrauben mit großen Muttern und Schrauben, keine Ahnung. Aber die Idee ist gut. Den Griff des Messers noch für irgendwas anderes zu nutzen, es fässt sich jetzt trotzdem nicht schlecht an. Dadurch hat man ja hier hinten dann trotzdem eine abgerundete Kante. Ja, ich maul nicht herum. Wir machen einfach einen Schnitttest. Ui.
Ja. Das Messer ist noch schärfer wie das Tanto von eben. Hier. Also mit dem richtigen Schwung. Zack. Ne? Zack. Das geht. Das ist scharf. Ja. Leute, schaut selber. Das ist scharf. Da wollen wir auch nicht meckern. Also das ist noch besser wie das Tanto eben. Im anderen Video schaut mal vorbei. Beleuchtung ganz mies, wie ich jetzt gerade sehe, aber das werden wir mal irgendwann ändern, wenn Zeit und Lust vorhanden ist. Ich wollte jetzt bloß noch mal ein Stückchen Holz holen. Das habe ich nämlich auch hier schon griffbereit vermüllt. So, her damit. Und dann werden wir mal ganz kurz probieren, ob sich damit hier etwas ausrichten lässt. Ja. Also so eine Kiefernleiste hier aus dem Baumarkt lässt sich damit bearbeiten. Okay. Das geht. Und frisches Holz aus der Natur, wenn ihr euch einen Bratspieß oder eine Zeltstange anspitzen wollt, sollte damit überhaupt kein Problem sein. Ja, also ich sag mal so. Hat wie gesagt bestimmt nichts mit CRKT zu tun, aber kommt eben auch aus Columbia. Wahrscheinlich gibt es da einige Messermanufakturen. Steht irgendwo der Stahl drauf? Nee. Nein. Es steht. Nee. Schade. Mich hätte mal interessiert, ob da irgendein guter Stahl verarbeitet ist. Aber es ist echt nichts drauf notiert. Wie gesagt, googelt selber, ob ihr irgendwo im Netz dieses Messer findet und zu welchem Preis es dort aufgerufen wird. Ich sage mal so, dieses Messer ist interessant und ist zu empfehlen. Es ist ein Gebrauchsmesser, wo nicht viel kaputt gehen kann. Es ist, wie gesagt, aus Stahl. No? Feine Sache. Und genau hier oben diese Verbindung ließe sich auch demontieren. Es sind ganz normale Schrauben verbaut. Ja, Torx. No? Das hier oben ist genietet, verstiftet. Okay. No. Leute, schönes Messer. Freue ich mich. Kann ich überhaupt nicht meckern. Es ist einfach scharf. Mehr braucht ein Messer nicht sein. Kann jetzt in die Messerkiste wandern. Auf Nimmerwiedersehen. Tschüss, Freunde. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Liked oder disliked, wie ihr möchtet. Das ist mir auch vollkommen egal. Hatet, was das Zeug hält. Ahnung habe ich keine. Ich habe nur schöne Messer. Und deswegen kann man ja auf dem Bohlenmarkt maulen und meckern, wie man will. Es gibt dort nicht bloß Schrott. Und ein bisschen falschen lässt sich dort immer. Und dann kann man da ein kleines Schnäppchen machen. Aber erwartet nicht super Ware. Es ist alles schon ein bisschen abgelagert, offen, ohne Verpackung, ohne alles und eingedreckt. Und naja, ihr wisst Bescheid. Tschüss, Freunde.